Torwart-Trainer-Ikone Gary Ehrmann denkt beim taumelnden Drittligisten 1. FC Kaiserslautern aus Frust über den geplatzten Deal mit dem luxemburgischen Investor Flavio Becker über einen Abschied oder sogar ein Karriereende nach. Hier wurde ein seriöser Geschäftsmann, der der ganzen Stadt gut getan hätte, verprellt, sagte Ehrmann der Zeitung Die Rheinpfalz. Ich überlege ernsthaft, ganz aufzuhören, frage mich, ob das dann noch Sinn macht. Der gebürtige Tauberbischofsheimer Ehrmann arbeitet seit 1984 beim FCK auf dem Betzenberg, genießt der 60-jährige Kultur. Status. Bildergalerie. Das sind die neun deutschen Torhüter. 22 Bilder. Ehrmann hadert mit Klubentscheidung. Als Spieler gewann er mit den Roten Teufeln 1990 den DFB-Pokal und 1991 die deutsche Meisterschaft. Im Anschluss wurde er zu einem der bekanntesten Torhüter-Ausbilder Deutschlands, dessen Schule unter anderem die späteren Nationaltorhüter Roman Weidenfeller, Tim Wiese und Kevin Trapp entstammen. Ehrmann hadert mit der Entscheidung der Clubführung, im Kampf um die Lizenz das Angebot des Unternehmers Becker auszuschlagen und stattdessen finanzielle Hilfe einer nicht namentlich genannten regionalen Investorengruppe in Anspruch zu nehmen. Das wäre der Befreiungsschlag für den Verein gewesen, ein Ankerinvestor, der uns auf Jahre Planungssicherheit gegeben hätte, sagte er über Becker, der sein Angebot allerdings an eine Rücktrittsforderung für Beiratsmitglied Michael Lüttich geknüpft hatte. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga, Kovac, ich lag wieder richtig, Fußball, Europa League, Skistar schockt mit Geschichte, Basketball, griechischer Basketball in Trümmern, Fußball, Champions League, das Millionenopfer wird zum Heldenfußball, Champions League, Mourinho zerpflückt Ajax-Taktik, Let's Block, it's why.